Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder ums Abnehmen, ran an den Speck. Und ich möchte ein bisschen berichten, wie es bei mir gelaufen ist. Ihr könnt auch gerne bei Anja schauen, wir machen das zusammen. Anjas Kanal heißt Graufalter 50, könnt ihr mal raufschauen. Ich habe ihn unten in der Infobox für euch verlinkt. Ist ja jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Ich glaube, das letzte Video ist bestimmt schon 5 Wochen her. Also es war vor Ostern. Ich dachte, ja Mensch, Ostern, da werde ich bestimmt ein bisschen zunehmen und so. Ah nee, es ging ganz gut weiter. Ostersonntag waren wir zum Essen eingeladen. Und das war jetzt nichts, wo ich sagen kann, das war jetzt besonders fettarm. Es war halt ein Braten, dann gab es Kartoffeln und Gemüse dazu. Genascht habe ich nicht, also keine Schokolade, das hatte ich keine Probleme mit. Aber es gab hinterher noch ein Stück Kuchen, habe ich auch gegessen. Und als ich mich nächsten Tag auf die Waage gestellt habe, war mein Gewicht unverändert, Gott sei Dank. Aber manchmal ist es auch am zweiten Tag dann erst, hatte ich gedacht, aber auch nicht. Nee, also ich habe davon nichts zugenommen, dass ich jetzt einmal mehr gegessen habe. Bei Weight Watchers, ich zeige euch mal, das ist die App, da ist das ja auch so, ihr habt ja auch diese Extra-Punkte für die Woche. Das sind jetzt bei mir 28 Punkte, die ich extra habe, die ich noch verbrauchen kann, ohne dass ich zunehme, sondern eigentlich noch weiter abnehme. Ja. Es gibt ja so einiges, was 0 Punkte hat bei Weight Watchers. Auch Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, das hat alles 0 Punkte. Da mache ich mir auch gerne mal so einen Bohneneintopf. Oder Lachs hat sogar 0 Punkte, obwohl Lachs ja eigentlich, glaube ich, viel Fett hat. Aber viel Eiweiß ist gesund und bei Weight Watcher geht es auch so ein bisschen um gesunde Ernährung. Alles, was gesund ist, was auch lange satt hält, mit viel Eiweiß, das hat halt sehr wenig Punkte und manchmal auch 0 Punkte. Am Montag hatte ich dann zum Frühstück eingeladen und da war ich ganz überrascht. Da habe ich nämlich auch gedacht, ach, so doll achte ich heute nicht drauf. Ich esse jetzt auch mal eine Scheibe Brot mit Leberwurst. Und als ich dann die Leberwurst eingetragen habe nachher, da habe ich festgestellt, ein Esslöffel Leberwurst hat auch nur 2 Punkte. Ich denke, alles, was man nicht übertreibt, das kann man ruhig machen. Ich finde 2 Punkte für einen Esslöffel Leberwurst echt wenig. Da habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das haut richtig rein. Nee, das ging. Also für Leberwurst, finde ich. Das war Ostern, da waren wir zwischendurch auch noch essen. Ich glaube, chinesisch essen waren wir. Und da achte ich dann auch drauf, dass ich Geflügel nehme. Mag ich sowieso am liebsten. Würde ich mir auch so aussuchen. Dann habe ich mir den Reis angerechnet. Hähnchen brauchte ich mir ja keine Punkte für anrechnen. Ein bisschen was für die Soße. Ich weiß nicht, war das um die 10 Punkte oder so fürs Essen? Und Getränk kannst du ja im Wasser trinken oder eine Cola ohne Zucker, also so eine Cola Light. Das geht auch gut. Wir haben auch gegrillt jetzt schon zwischendurch einmal. War ja schönes Wetter und dann haben wir gedacht, wir grillen mal. Und da habe ich also schon drauf geachtet für mich. Ich hatte keine Würstchen gegessen, sondern dann habe ich mir so Putenbrust und Hähnchenbrust schön zubereitet. Also eigentlich nur gewürzt und gegrillt. Kartoffeln hatte ich. Eine Kartoffel hat, glaube ich, 1 Punkt, eine kleine Kartoffel. Für 1 Punkt, da habe ich richtig gesagt. Ich glaube, dass ich es ohne Weight Watcher nicht geschafft hätte, weil dann hätte ich wieder gedacht, es war jetzt sowieso wieder zu viel, egal. Dann haue ich heute mal richtig rein und morgen geht es dann weiter. Aber Weight Watcher hilft mir da wirklich so ein bisschen normal zu essen. Dass ich nicht so übertreibe. Meine Süßigkeiten, also auf Schokolade, kann ich momentan sehr gut verzichten. Da habe ich ja so ein bisschen meine Ersatzprodukte. Eigentlich ist da ja Schokolade auch drin. Zum Beispiel in diesem Milchreis, den High-Protein-Milchreis von Lidl mit Banane und Schokolade mag ich sehr gerne. Und da ist natürlich auch Schokolade drin. Aber ist nicht so, dass ich danach sage, jetzt möchte ich noch mehr. So ein Milchreis macht richtig schön satt. Esse ich auch gerne mal so abends, als Abendbrot. Als ich mit Weight Watchers angefangen bin, da durfte ich 31 Punkte essen. Je mehr ich abgenommen habe, wenn ich dann mein Gewicht eingetragen habe, war das dann immer weniger. Dann waren es irgendwann 27, 25. Mittlerweile bin ich bei 24 Punkten angelangt. Also ich darf jetzt täglich 24 Punkte essen, habe für die Woche aber nochmal 28 Punkte, die ich extra habe und dann nehme ich trotzdem noch ab. Am Anfang, als ich 31 Punkte hatte, da brauchte ich diese extra Punkte gar nicht. Da hatte ich noch gesagt, die nutze ich gar nicht. Mittlerweile nutze ich sie. Bin ich ganz froh, dass ich die habe, weil wenn man doch mal eingeladen ist irgendwas und dann isst du ja doch ein bisschen anders
Und dann brauchst du die Punkte auch. Ich habe auch mal einmal mitgefilmt. Ich mache gerne Lachs und da habe ich ein Rezept für euch. Ich finde, das ist richtig mega lecker. Habe ich ein bisschen mitgefilmt, werde ich euch mal einblenden. Für den Lachs im Ofen brauchen wir einmal Lachs, 4 Scheiben, Salz und Pfeffer, Zitrone, Olivenöl, Knoblauch und ein wenig Honig. So, Zitrone habe ich jetzt in 2 Hälften geschnitten. Die eine Hälfte wird ausgedrückt. Das mache ich hier jetzt in diese Schüssel rein. Hier mache ich die Kerne auch raus. Denn die andere Hälfte wird jetzt in Scheiben geschnitten. Und das schneide ich mal durch. Lachs. Hier ist er. Habe ich jetzt in so eine Auflaufform gemacht, eine etwas flachere. Salz und Pfeffer rauf. Ich habe tiefgefrorenen Lachs genommen. Ihr könnt auch frischen nehmen. Tiefgefrorener braucht halt nur etwas länger im Ofen. So circa 30 Minuten bei 180 Grad nachher. So, ich drehe den nochmal. Würze den jetzt von der anderen Seite auch ein bisschen. Also Salz und Pfeffer kommt darauf. So, erstmal jetzt wieder zu der Soße, die ich mache. Da kommen 6 Esslöffel Olivenöl. 6. Dann kommt da 1 Esslöffel Honig. Kann man dran machen, wenn man Honig mag. Man kann auch Ahornsirup nehmen. Ich nehme jetzt mal Honig, weil ich den da habe. So, ein bisschen Honig da rein. Und runterlaufen lassen. So, die Zitronenscheiben, die lege ich jetzt hier auf den Lachs. So drauf. 2 Knoblauchzehen. Und voilà, sollst du hacken. Ich habe ja hier die Knoblauchpresse. Guck das jetzt rein. Das sind schon große Knoblauchzehen. Das wird ganz ordentlich knoblauchig. Man kann dann auch weniger nehmen oder man kann Knoblauch weglassen, wenn man das nicht mag. Man kann das alles so ein bisschen nach Geschmack machen. So. Pfeffer mache ich da noch rein. Ein bisschen und ein klein bisschen Salz. Aber nur ganz wenig. Na, mache ich dann nochmal zu. Und das verrühre ich jetzt zusammen. Ach, so seht ihr das. Das gebe ich jetzt über den Lachs. Das kommt jetzt für 30 Minuten, weil er tiefgefroren ist, bei 180 Grad in den Ofen. Wenn ihr nicht tiefgefrorenen Lachs habt, dann reichen 20 Minuten meistens schon. Und fertig ist es. Ja, ich finde das mega lecker. Dazu gibt es dann gedämpftes Gemüse für 0 Punkte. Und für den Lachs, das teile ich durch 4, sind 4 Portionen, habe ich mir jetzt 6 Punkte angerechnet. Nee, 5, ne? Ich glaube 5.
Ja, was esse ich dazu, ne? Also dazu mache ich mir manchmal entweder ein oder zwei kleine Kartoffeln oder Gemüse. Gemüse hat dann auch 0 Punkte. Und schwupps, habe ich dann ein Mittagessen mit ganz, ganz wenig Punkten. Aber ich esse auch gerne mal Fertiggerichte, wie diese Teigtaschen von Aldi. Ich zeige euch das mal. Die haben, also das sind 10 Taschen in einer Packung, 10 Teigtaschen. Und da ich die ja öfter esse, wird mir das immer angezeigt, wenn ich auf Mittagessen tracken gehe. Und das, wo sind sie? Hier, Aldi Süd steht hier. Wir sind Aldi Nord, aber die haben die auch. Das sind die Asiataschen mit Hähnchen. Die gibt es auch, glaube ich, nur mit Gemüse. Gyoza. Und die, ob nur mit Gemüse oder mit Hähnchen, haben die immer 10 Stück, 5 Punkte. Was ich auch jetzt da für die warmen Tage, möchte man ja auch mal ein Eis essen. Da habe ich zum Beispiel dieses Sandwich-Eis. Ich glaube, das hat 5 Punkte. Gibt es ja bei Aldi oder bei Lidl. Ne? Wir können natürlich auch das von Langnese nehmen. Ich glaube, die haben alle 5 Punkte. Und das ist ja auch lecker. Ist halt ein Milchspeiseeis, wenn man mal darauf Lust hat. Ansonsten esse ich auch gerne so ein Maracuja-Split, heißt das genau. So ein Maracuja-Split, 6 Punkte. Oder ein Dolomiti. Ich glaube, das Dolomiti hat 4 Punkte. Aber da kann ich auch noch mal gucken. Will ich jetzt nichts Falsches sagen. Beim Dolomiti bin ich jetzt unsicher. Muss ich immer irgendwie speichern, weiß ich auch nicht. Normalerweise nicht. Ich bin da irgendwie falsch gerade. Und dann hat das ja, ein Dolomiti-Eis hat 4 Punkte. Ja, ich habe jetzt noch gar kein Mittag gegessen. Ich habe das jetzt nur da drin, weil ich das am Suchen bin. Normalerweise sehe ich, wie viele Punkte das hat. Dann brauche ich das nicht gleich speichern. Ich muss da irgendwie gerade auf irgendwas falsch gemacht haben. Ach, ich weiß, ich muss hier auf Tracken gehen. Ich glaube, dann sehe ich das auch nicht. Neue, ach doch, vorne stehen die Punkte. Ich glaube, das war vorher anders. Ich glaube, die waren vorher hinten. Und irgendwie, oder? Wer hat die App auch? Er sagt mal, täusche ich mich da? War das jetzt einfach ein doofer Denkfehler von mir? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, da vorne stehen dann halt auch immer die Punkte von der Leberwurst. Das ist hier der Proteinmilchreis, 6 Punkte. Sojamilch zum Beispiel, ungesüßte Sojamilch hat 1 Punkt, 100 Milliliter. Das brauche ich immer für meinen Latte Macchiato. Schmeckt mir richtig gut. Und ich finde, so ein Latte Macchiato macht auch noch mal so ein bisschen satt, wenn du ein bisschen Appetit hast. Das hilft mir auch noch ganz gut. Ich fühle mich nicht, als wenn ich auf irgendwas verzichte. Ich nehme langsam ab, aber ich finde es total okay. Also so langsam finde ich das jetzt auch nicht. Ich habe angefangen am 9. Januar. Warte mal, ihr könnt ja hier gehen auf Gewicht. Kann man auch gleich sehen. Hier 13,7 Kilo habe ich abgenommen. Ich hatte auch schon mal 200 Gramm, noch mal weniger. Momentan steht das halt. Und heute habe ich wieder eingetragen. Heute war das, ja, ist ja immer noch viel, 102,1. Aber angefangen, jetzt muss ich hier weiter runtergehen, habe ich ja mit am 9.1. habe ich angefangen. Und am 9. Mai werden das dann ja 4 Monate, ne? Und wenn ich Glück habe, habe ich jetzt zum nächsten Mal ran an den Speck unter 100. Das ist so mein Ziel jetzt. Ich finde das ein realistisches Ziel, so in einem Monat vielleicht etwas über 2 Kilo, 2,2, dann wäre ich ja auf jeden Fall schon mal unter 100. Ja, so langsam merke ich das auch an der Kleidung. Sehen für mich, weil ich mich ja jeden Tag im Spiegel sehe, habe ich eigentlich nichts gesehen, aber mein Mann sagt, man sieht es schon. Und eine Freundin sagte das auch, dass man das schon voll sieht. Ich sage, ich sehe da gar nichts. Aber ich merke es jetzt an meiner Jacke. Ich habe so eine Übergangsjacke und die war letzten Herbst unten etwas weiter auseinander, weil ich werde ja immer hier in der Hüfte auch sehr breit. Und da ging die schon so richtig auseinander. Und jetzt ist die schon so richtig schön locker. Und daran merke ich das halt. Ne? Ist immer schön, wenn man irgendein Kleidungsstück hat, an dem man sich so ein bisschen messen kann, finde ich. Das macht dann noch mal mehr Spaß. Das ist die Jacke, von der ich erzählt habe, die mir ja unten schon ein bisschen ja, eng war. Die ging so ein bisschen auseinander und ich zeige euch das jetzt mal. Wenn ich die jetzt zumache, habe ich hier richtig Platz drin.
So. Seht ihr? Und das merkt man schon, die würde leicht auseinandergehen. Und die ging, ich hatte halt hier ein bisschen mehr und dann ging die so auseinander unten. Und das ist ja nicht schön, ne? Und jetzt ist das wieder so. Und mein Mann sagt schon, oh ja, sie sieht schon langsam ein bisschen groß aus. Hat jetzt schon richtig Platz. Ich habe hierfür ja noch einen Gürtel. Ich habe schon gesagt, den mochte ich zuerst. Ja, manchmal richtig hier, ne? So, den mochte ich zuerst nicht, weil ich habe ja auch einen dicken Hintern und alles. Und ich fand, dann sah man das halt noch mehr. Aber so langsam, glaube ich, bald könnte ich den Gürtel umschnallen, damit die nicht dann zu weit und zu locker aussieht. Und an so Klamotten siehst du halt, wenn du abgenommen hast. Und dann freut man sich, ne? Also ich freue mich richtig und komme mir richtig jetzt ja schon ordentlich schlanker vor, seit die Jacke jetzt ein bisschen weiter geworden ist. Finde ich richtig toll. Ja, also ich finde, es läuft ganz gut mit Weight Watchers. Ich bin da ganz glücklich, dass ich damit wieder angefangen habe. Ich sagte, glaube ich, schon, ich zahle 10 Euro im Monat für Weight Watchers im Moment. Normalerweise, glaube ich, kostet das 25 Euro. Aber es gibt immer wieder Angebote und da kann man dann ja drauf achten. Und wenn es dann ein Angebot gibt, dann rein und für ein Jahr oder so. Also ich habe dann gleich für ein Jahr abgeschlossen. Ging auch, glaube ich, nicht anders bei dem Angebot. Aber in einem Jahr, das wäre jetzt, wann habe ich sie geladen? Kann man das auch sehen? Ich sehe ja nur, wie ich mein Gewand nicht angefangen habe, mein Gewicht zu tracken. Ne? Und ja, das muss gewesen sein. Am 8.1. habe ich die App wohl geladen. Also muss ich jetzt schauen zum Ende des Jahres, dass ich wieder was finde, was dann auch wieder günstiger ist. Also dass ich das nochmal finde günstiger. Sonst gibt es ja noch diese Yazio-App. Die ist kostenlos. Du kannst aber auch die volle Version nehmen. Die kostet dann was. Die ist aber auch ganz toll. Da hast du auch ganz viele Möglichkeiten und Beratung und. Und hier hat man ja auch nochmal eine Community, mit der man sich unterhalten kann. Dann hat man, was esse ich? Dann hast du halt verschiedene tolle Gerichte hier drin. Rezepte. Und wo ich das gerade sage mit den Rezepten, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Die heißt auch Ran an den Speck. Und wir haben uns halt so unterhalten über Abnehmen und so. Und dann haben wir gesagt, machen wir eine Gruppe. Ich hatte sowieso schon mal die Idee, so eine ja, WhatsApp-Gruppe zum Abnehmen zu machen, wo man sich vielleicht gegenseitig ein bisschen Tipps gibt, mal was fragen kann und Rezepte reinstellen kann. Und das haben wir jetzt ja gemacht. Hier habe ich sie, Ran an den Speck. Und wir sind, gehen wir auf Gruppeninfo, 7 Personen im Moment. Da ist ja die Seba bei, oder ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Ich muss sie unbedingt mal fragen, wie man ihren Namen ausspricht. Die Claudia ist dabei, die ihr vielleicht auch würden uns freuen, wenn die Gruppe größer wird. Wenn ihr Lust habt und ein bisschen vielleicht mal neue Rezepte kennenlernen wollt oder einfach mal euch austauschen wollt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden und zwar entweder auf Instagram, da heiße ich so wie hier. Ich habe nur dann Margarita mit einem Unterstrich, Make Unterstrich, Up Unterstrich und also immer Unterstrich und dann und mehr. So wie hier halt, da könnt ihr mir eine private Nachricht schicken oder könnt mir auch eine E-Mail schicken, denn dazu bräuchten wir ja eure Telefonnummern. Wir haben eine Gruppe, wo jeder schreiben und antworten kann. Finde ich ja gerade bei so einer Abnehmgruppe vielleicht besser als einfach nur, wenn man immer mal Rezepte reinstellt. Ich selber stelle ja nicht so oft Rezepte rein. Ich glaube, ich habe noch gar nicht Rezepte reingestellt. Ich habe mir schon was angeschaut oder wenn mich mal jemand gefragt hat, wie viele Punkte hat eigentlich bei Weight Watcher das oder das, das habe ich dann auch, sowas kann ich dann beantworten. Aber ich bin ja nicht so, dass ich so viel ausprobiere und so gerne, wenn ihr Lust habt, und abnehmen möchtet oder euer Gewicht halten möchtet oder einfach Lust habt auf neue Ideen, neue Rezepte, vielleicht auf gesunde Ernährung ein bisschen achtet und darauf Lust habt, dann meldet euch gerne bei mir. Ich füge euch gerne in die WhatsApp-Gruppe mit ein. Ich nehme euch jetzt mal mit in die Küche, denn ich möchte euch mal zeigen, was für Proteinshakes ich so da habe. Nicht nur für mich, ich meine, ich mag die gerne, aber mein Mann nimmt die neuerdings auch gerne mit zur Arbeit. Ich würde sagen, dass ich das selten trinke.
Aber die schmecken ganz gut, ersetzen eine Mahlzeit für wenig Ja, Kalorien. kannst Kannst du du denn? zum Beispiel mitnehmen, wenn du nicht die Gelegenheit hast, wenn du lange unterwegs bist, vielleicht den ganzen Tag und keine Gelegenheit hast, irgendwo zu essen oder nichts vorbereitet hast für die Gab es Arbeit. nämlich Gerade bei Lidl auch sowas im Angebot, das habe ich mir geholt und das zeige ich euch ich jetzt. euch das mal. Und zwar gibt es bei Lidl diese Proteindrinks so als Nahrungsergänzung für eine ganze Mahlzeit. Vegan und zuckerfrei Proteinpulver. Dieses ist Geschmack Keks und Sahne. Und ich dachte, wow, mega lecker. Und ist es im ersten Moment auch. Aber ich habe es gar nicht aufgeschafft, weil mir war das dann doch zu süß mit der Zeit. Hier kommen rein, ich glaube, 3 gehäufte Esslöffel von dem Pulver auf 300 Milliliter kaltem Wasser. Du kannst es wohl auch mit Milch machen, hat es mehr Kalorien. Ich mache es mit Wasser und das schmeckt schon wirklich gut. Nur es war mir zu süß am Ende, also kann man nicht so viel von. Dann hatte ich mir diesen noch geholt, den habe ich auch noch gar nicht probiert. Das ist auch 100% Whey-Protein, Molkereinpulver ohne Zuckerzusatz. Diesen hier. Und da brauchst du aber von 4 Esslöffel auf 250 Milliliter Wasser. Ich habe den noch nicht probiert. Kalorien werde ich euch alles einblenden. Punkte und Kalorien dafür, wenn das fertig einmal eine Mahlzeit zubereitet ist. Das werde ich gleich mal schauen. Dann gab es passend bei Lidl solche Becher. Da passt das rein bis 700 Milliliter. Und du kannst das. Hier hast du halt das Teil, damit du das schön schütteln kannst. Du kannst das auch, es ist leicht durchsichtig. Sieht man das jetzt? Also es ist leicht durchsichtig. Du siehst, wie viel Wasser du reinfüllst. Das finde ich ganz gut. Ich hatte mal so einen Becher und da sah man das nicht und das war wirklich nervig. Also hier siehst du das auch. Ich glaube, der Becher kostete 2,99 € ordentlich und dann kannst du hier auch draus trinken, wenn du unterwegs bist. Oder mein Mann, ich habe das unterwegs noch nicht benutzt. Er macht sich hier das Pulver rein, zum Beispiel 4, 3 Esslöffel Pulver, nimmt sich dann nochmal separat das Wasser mit, 300 Milliliter. Und wenn er dann unterwegs ist auf Zustellung und seine Pause macht und da ist gerade nichts, das ist ja gerade so, in dem Beruf ist das manchmal so, dass du dann unterwegs nichts hast, wo du essen kannst. Oder ist auch teuer, ne? Wenn du jedes Mal irgendwo essen gehst und mitnehmen, ja, dann kannst du ja nur eine Scheibe Brot mitnehmen. Und er findet das nämlich auch mega lecker. Und er sagt, das macht auch so schön lange satt. Und dann macht er einfach das Wasser dazu, schüttelt das und dann kann er das als Trink, ja, Mahlzeit nehmen. Er findet es gut, er macht das ganz gerne. Unterwegs habe ich es noch nicht gemacht, aber könnte ich halt, ne? Wenn ich jetzt sage, ich bin den ganzen Tag unterwegs und irgendwann kriege ich Hunger. Und dann kann man das mitnehmen. Und ja, dann habe ich von einer Bekannten noch das hier bekommen. Und das schmeckt, glaube ich, nach Banane war das. Ja, High Protein. Protein Works. Ich werde hier auch noch mal schauen, eine fertige Mahlzeit, wie viel Punkte und Kalorien das hat. Und werde euch das dann einblenden. So, wenn du jetzt mal nicht gekocht hast und unterwegs bist den ganzen Tag, finde ich sowas auch ganz gut. Oder mal abends. Ne? Anstatt werde ich mal für die Verlosung die Zettel fertig machen. Alle, die an der Verlosung teilgenommen haben, werde ich mir jetzt Habe ich aufschreiben. Alle Namen aufgeschrieben, die an der Verlosung teilgenommen haben. Und werde gleich den Gewinner ziehen. Ich zeige euch aber nochmal, was es da zu gewinnen gab. Das war ja vom Mahina Club Pure Lay das Set für April. Das war dieses hier mit dieser schönen Kette und passend dazu Ohrringe. Und einmal diese Matt-Konturcreme von Trended Up. Die geht dann auch an euch. Das ist hier die Nummer 10 oder 010 und das ist ein bisschen heller. Es gibt noch einmal dunkler. Ich nutze den selber auch. Ich habe den hier für mich auch und ich finde den echt schön. Also die Farbe ist perfekt, nicht zu dunkel. Und jetzt wünsche ich allen Teilnehmern viel Glück. Kann ja immer leider nur einer gewinnen. Und mal wegschauen und dann schön durchgemischt. Und jetzt ziehe ich einen Gewinner. Na, jetzt habe ich einen. Nicht so schön klein gemacht, ist schwer zu greifen. Und das Pure Lay Set gewonnen hat Flower Power. Herzlichen Glückwunsch!
Du hast gewonnen. Ich werde dir das Set zuschicken. Kannst du dich bei mir vielleicht nochmal melden, entweder per E-Mail oder bei Instagram, dass ich eine Adresse bekomme und dir das zuschicken kann. Ja, das war schon das Video. Ran an den Speck. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne. Und wer gerne in die WhatsApp-Gruppe mit rein will, nehmt dann auch Kontakt mit mir auf, also über E-Mail oder auf Instagram privat. Dann füge ich euch in die Gruppe. Das Video hat euch Spaß gemacht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.